Kürzlich kam zu uns an die Haustür ein Mann, der etwas verkaufen wollte. Ich kam mit ihm in ein Gespräch und ich fragte, woher er kommt, was er macht, was ihm im Leben wichtig ist. Und er erzählte, dass er schon 20 Jahre unterwegs ist, um dieses kleine Produkt den Leuten zu verkaufen. Das war seine Lebensgrundlage und das war das Einzige, für das er unterwegs war. In diesem Gespräch hatte ich den Eindruck, dass ich ihm sagen sollte, dass es eine Reichsgottesperspektive gibt, dass es einen Sinn und Inhalt im Leben gibt durch ein Leben mit Jesus Christus. Ich brachte ein bisschen das Evangelium an ihn heran, dass er es verstehen könnte. Aber seine Antwort war: Wissen Sie, das ist der größte Blödsinn, den ich in den 20 Jahren, die ich von Haus zu Haus gehe, jemals gehört habe. Das ist so ein Quatsch, den will ich auf keinen Fall haben, den brauche ich ganz gewiss nicht. Er drehte sich um und ging kopfschüttelnd davon. Ich war erst ein bisschen verunsichert. War es richtig? Und ich hatte hin und her überlegt, wie meine Worte waren. Haben sie ihm wirklich, konnte er das verstehen? Aber dessen ungeachtet ist es genau unser Auftrag, dass wir auf die feine Stimme des Heiligen Geistes hören, wann unsere Worte über das Leben mit Jesus dran sind. Wir sind Botschafter und Gesandte an Christi Stadt. So sagt es die Bibel. Botschafter und Gesandte, Ausgesandte von Jesus Christus, um sein Reich bekannt zu machen. Zur Zeit des Neuen Testamentes war es so, dass Gesandte in andere Länder von einem König ausgesandt wurden. Sie vertraten als ganz linientreue Menschen die Agenda, die Ziele des Königs. Er wollte seine Ziele in diesem anderen Land aufrechterhalten haben, verwirklicht sehen, vorangetrieben zu sehen. Alle 2 Jahre jedoch wurde dieser Gesandte wieder an den Königshof zurückgerufen. Warum? Er sollte wieder ganz neu die Agenda und die Zielsetzung des Königreiches, das ihn ausgesandt hatte, hören. Er sollte wieder ganz neu gelehrt werden in diesen Grundlagen und in der Zusammenarbeit mit dem König, in diesem ganz dichten Verhältnis zum König, ganz neu hören, was sind die Ziele des Königs. Man wollte nicht die Gesandten über mehrere Jahre in dem Ausland lassen, weil man befürchtete, dass sie sonst das, was in dem anderen Land als Standard galt, als Sitte, als Mode, als Denksysteme, dass das übernommen wurde und die eigentlichen Gesandtschaftsangelegenheiten des Königs nicht mehr vertreten werden konnten. Deshalb holte der König alle 2 Jahre diese Gesandten zurück. Als ich das gelesen habe, dachte ich, das ist genau das, wie wir als Gesandte und als Botschafter Jesu Christi sein und handeln müssen. Wir müssen ganz dicht unser Ohr am König, an Jesus Christus, am Heiligen Geist haben, dass wir wissen und verstehen, was die Agenda des Reiches Gottes ist, dass wir verstehen können, was das Evangelium ist, was wir den Menschen bringen sollen, dass wir wissen und verstehen, dass wir Gesandte, Botschafter sind an Christi Stadt in einer Welt, die verloren ist. Und die das Wort Gottes braucht und die das Evangelium des Lebens braucht. Wir sind Hände, Füße und Mund Jesu Christi und wir sind Gesandte an Christi Stadt. Überleg doch heute mal, wo du Leute um dich herum hast, wo du genau diesen Schritt machen musst, in der Autorität als Gesandter und als Botschafter Jesu Christi deine Position einzunehmen und davon zu berichten, was das Königreich Gottes auf dieser Erde aufrichten will. Du bist jemand, der das, was du mit Jesus erlebst, anderen sagen kannst, anderen erzählen kannst, dass sie einen Einblick bekommen in das Leben mit Jesus und dass es ein lebenswertes Leben ist, dass es ein zielgerichtetes Leben ist. Du bist ein Botschafter an Christi Stadt und du hast den Auftrag zu sagen, lasst euch versöhnen mit Gott.
Wir wünschen dir, dass du erfährst, Gott hat in dem Bereich auch so viel mehr für dich.